BVB Total. Im Doppelpass mit der Telekom. Die Autogramme von Jonas Hofmann und Julian Schieber sind in der Nacht vor dem Rückflug nach Dortmund begehrt. Logisch, beide spielen in Saarbrücken groß auf. Vor allem, weil es mein erstes Spiel von Anfang an war, war ich natürlich top motiviert. Aber das Wetter war zwar kalt, aber spielt eigentlich für mich keine Rolle. Von dem her habe versucht, mein Bestes zu geben und denke, mit dem Assist und dem Tor auch der Mannschaft ins Viertelfinale weitergeholfen. Eusebio in Dortmund. Ein Weltstar gibt sich die Ehre und wird mit stehenden Ovationen gefeiert. Eusebio ist der Stargast beim 5. Traditionsabend des Borusseum. Er ist immer noch ein Funskerl und spricht nicht viel, klar. Trinkt immer sein Whisky noch ein bisschen. Schön. Es ist für alle ein ganz besonderer Abend. Das Jahrhundertspiel Borussia Dortmund gegen Benfica Lissabon feiert seinen 50. Jahrestag. Mit 5:0 gewann Borussia damals im Stadion Rote Erde gegen die damals wohl stärkste Mannschaft der Welt. Das sind Erinnerungen, die man nie vergisst. So ein Spiel, das erlebt man selten. Und wenn man dann noch 3 Tore schießt, das ist natürlich der absolute Höhepunkt. Das ist einfach eine Bundesliga-Spitzenmannschaft und gehört sicher in Europa zu den absolut besseren Mannschaften und ist für uns ein großer Gegner. In Leverkusen war ich 6 Jahre, hatte 6 schöne Jahre mit Höhen und Tiefen. Trotz alledem ist das eine Zeit, die ich nie vergessen werde, wird auch Leverkusen ewig dankbar sein. Und deswegen ist die Vorfreude natürlich groß. Was sagt Stefan Kießling dazu, dass du ihm am kommenden Wochenende dann gegenüberstehst? Habt ihr da schon irgendwie gesprochen? Da können wir ja danach drüber reden, wie es dann war.